Du wirst den heiligen Leib empfangen. Es beginnt jetzt. Schon bald wirst du unserem Bund beitreten. Auf ewig meinen heiligen Segen teilen. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 4, dem Remake. Basis. Bitte komm. Condor One? Du warst 3 Stunden nicht zu erreichen. Alles okay? Ja, mir geht's gut. Kommt nicht wieder vor. Und die Kirche? Bin noch auf der Suche nach dem passenden Schlüssel. Verstanden. Pass auf dich auf. Ende. Ja, und damit sind wir dann auch in Kapitel 4 drin. So, oje, oje. Ich glaube, ich weiß, was hier kommt. Das ist nicht gut. Vor allen Dingen, es ist ja dunkel geworden. Wir lagen ja lange Zeit auf dem See, so wie es aussieht. Wir könnten aber da oben nochmal hin zurückfahren. Höhle mit Malereien. Da ist eine Stelle, um mit dem Boot anzulegen. Da könnten... Ah, hier ist noch ein Händler. Das wäre natürlich auch ganz cool. Auf dem See sind auch nochmal Schätze. Können wir da jetzt direkt zurückfahren? War das gerade eine Schlange oder war das jetzt gerade nur hier? Ach nee, das Boot ist kaputt. Ah, okay, ich glaube, damit können wir dann doch nicht mehr zurückfahren. Dann müssen wir uns ein neues Bötchen besorgen. Und ich denke mal, das wird dann das sein, was wir hier am Ende finden. Ja gut, dann bleibt uns nichts anderes übrig. Wie viele? 3 Blendgranaten haben wir. Hatten wir noch so ein Ding, um Blendgranaten herzustellen? War das das hier? Blendgranaten. Aber da brauche ich 5 für. Die habe ich... ich habe nur noch 4. Okay. Na gut. Schrotpackung ist auch gerade voll. Okay. Ich befürchte nämlich, dass jetzt genau der Teil kommt, den ich mitunter am meisten gehasst habe. Das ist das Käppi von dem Polizisten. Ich glaube, von dem, der im Auto gesessen hat, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Dann ist der wahrscheinlich derjenige, der hier über Bord gegangen ist. Können wir da noch was finden? Ja, sieht gut aus. Schießpulver. Sehr geil. Gerade noch von gesprochen und schon haben wir welches gefunden. Dann würde ich sagen, dass wir nochmal eine Blendgranate herstellen. Ich weiß, ich weiß. Gewehrmunition hätte ich auch gerne, aber wenn das die Stelle ist, die ich denke, und ich gehe davon aus, dass sie es ist, dann werden ab jetzt die wirklich üblen Viecher kommen. Die habe ich wirklich gehasst. Oh Gott, das geht rechts rum, links rum, das geht in alle Richtungen. Oh, ich hasse es, wenn das so in alle Richtungen verteilt geht. Und auch noch dunkel ist. Oh Gott. Tut mir leid, wenn ich jetzt gerade so leise bin. Aber wenn ich dann schon wieder sowas höre... Da ist noch ein Tier rumgelaufen. Also wenn wir hier rumgehen, kämen wir zumindest erstmal nach unten. Ich würde natürlich schon gerne alle abknallen, aber ich bin ganz ehrlich, wenn es so dunkel ist, würde ich auch schon gerne mir das ersparen. Hier ist jetzt der Weg links, ne? Ich befürchte allerdings, dass wir uns nirgendwo anschleichen können. Das ist aber der Weg, den ich nehmen wollte. Und er speichert, das finde ich nicht gut. Das heißt nichts Gutes. Aber da können sie nur von der Seite. Oh, der ist schon explodiert. Wollt ihr mich veräppeln oder was? Das wird laut. Das wird wirklich laut. Hallo, darf ich vielleicht mal zielen? Hallo, ich habe die gerade ausgerüstet. Zum Teufel. Oh, komm, komm, mach. Nein, nein, nein! Wieso hat er sich umgedreht? Ah! Ich hasse euch! Ah. Oh, ich hasse diese Viecher. Ich bin ganz ehrlich, weil die kann man so... Da muss man immer so viel Munition reinhauen. Es war jetzt nur einer, der geopfert wurde und einer, der geopfert hat, oder was? Oder sind hier jetzt noch mehr? Wenn ich dieses Tippeln schon höre, ne? Was war das? Oder war das mein Kopfhörer gerade? Hm, hier ist er wohl geopfert worden, denke ich mal. Sieht zumindest so aus. Okay. Da müssen wir hoch. Da hinten... Na gut, das ist erstmal fast nur von geradeaus, dass die kommen können. Aber es ist trotzdem scheiße, bin ich ganz ehrlich. Waren das die Großen? Ja, brauchte ich da nur 5 für oder brauchte ich da mehr für? Oh, ich liebe euch, ich brauche nur 5. Okay. Weil hier in dem Teil, bin ich ganz ehrlich, kann ich nicht genug Handgranaten haben. Also Blendgranaten, nicht Handgranaten. So, euer Ernst jetzt? Geradeaus, was ist das hier? Schlüssel für die Kirche. Okay. Also theoretisch müsste man, wenn man den hat, wieder zurück. Aber ich würde sagen, dass wir trotzdem hier erstmal alles angucken, weil da sind so viele Sachen. Falls wir das überhaupt überleben bis dahin. Ich habe noch volle Anzeige, okay. Ich dachte, der hätte mich eben erwischt. Was ist das hier? Ich will's gar nicht wissen, Leon. Geh einfach weiter. Knall alles ab, was dir in den Weg kommt, bevor sie dich erwischen können, und dann geh einfach weiter. Hm. Eine Art Kultstätte. Achso, dadurch komme ich dann weiter raus. Okay. Ich wollte gerade sagen Wollknäule, aber es sind keine Wollknäule. Was ist das denn hier? Muss man anscheinend was reintun, oder? Konnte ich da nicht gerade noch was anklicken? Doch, meine ich doch. Jetzt. Das Symbol von der Kirche. Achso, sag das doch. Ah, jetzt kann ich. Ah, okay. Aber wir haben nichts zum Reintun, ne? Wir haben nur den Schlüssel, den können wir nicht reintun. Sieht aus, als ob wir da Kuh... Ist der Schlüssel? Nee. Ach so. Ach so. Um den Schlüssel zu kriegen, den wir jetzt aber noch gar nicht kriegen, ja, wäre ja auch zu einfach, müssen wir wieder was anderes holen. Verstehe. Da geht's raus. Das ist der See. Mhm. Das ist das Monster, was wir gerade erledigt haben. Aber Moment, ich habe gerade noch was gesehen. Wieso stehe ich jetzt hier auf der Karte? Die beiden Orte untersuchen. Welche? Moment. Wandmalerei an markierter Stelle. Ach, das war die Wandmalerei. Okay, dann brauche ich gar nicht zu gucken. Ich wollte mich gerade sagen, da war doch noch ein Totenschädel. Und da müssen wir was untersuchen. Okay. Ach, jetzt drehen meine Augen wieder. Durch meinen grippalen Effekt. Das ist nicht gut. Dann sehe ich gleich die Zombies nicht mehr, wenn es um Halbdunkeln ist. Okay, was haben wir hier? Einen Wegschreinschlüssel. Hm. Wenn ich jetzt wüsste, ob sich das lohnt. Weil wir haben ja so viele Wegschreine unterwegs jetzt schon gesehen. Und wir sind, glaube ich, Moment, wenn wir über das Meer wieder zurückfahren. Genau, dann wäre hier der Dorfplatz. Da ist auf jeden Fall irgendwo ein Wegschreinschlüssel, ein Wegschrein gewesen. Oder der war hier oben. Ne, hier oben war der, glaube ich. Wobei, da kommen wir, soweit ich weiß, ja auch wieder zurück nochmal mit der Ashley. Ein neuer, oh Gott, ein neuer Auftrag. Eiersuche. Bring mir bitte jemand ein seltenes, goldenes Hühnerei. Ach so, was ich damit vorhabe, sagen wir mal so. Manche Dinge will man lieber nicht wissen. Auftrag, ein goldenes Hühnerei verkaufen. Okay, aber nur eins. Wird aber wahrscheinlich dann auch gut bewacht sein, denke ich mal. 3 Spinell bekommen wir dann. Gebiet nicht spezifiziert. Das ist doch immer super, dass wir genau wissen, wo wir hin müssen. So. Dann haben wir jetzt hier ganz viele... Ach so, haben wir Platz für Fische? Hätten wir noch. Weil dafür müssten wir ja auch bald mal die Quest bekommen. So, das heißt, ich fahre jetzt am besten mit dem Boot. Links müssen wir noch jede Menge machen. Da müssen wir auch noch was untersuchen. Ich könnte aber zum Händler mal kurz gehen. Hm, brauche ich den, ist die Frage. Muss ich da hin? Soll ich lieber woanders hin? Ich gehe erstmal kurz zum Händler, bevor wir da unten da jetzt so einen großen Bereich machen. So, jetzt ist die Frage, ob ich jetzt auch richtig fahre. So, RT. Achso, das ist wie beim Autorennen quasi. Kann man das kaputt machen? Ja, geil. Geld haben wir jetzt bekommen. Ja, ich muss natürlich jetzt so schnell sein. Ich habe doch gerade einen Fisch gehört. Ich habe doch gerade einen Fisch gehört. Aber wenn wir die Quest eh noch nicht haben, ist das natürlich Blödsinn. Hm, habe ich den jetzt hier gesehen? Nee. Ach, das ist... Nee. Das ist der Händler. Ach so. Haben wir denn noch irgendwas zum Verkaufen oder so? Das wäre jetzt schon mal die erste Frage. Tunen, glaube ich, können wir nichts, ne? Ich dachte, das wäre jetzt ein neuer Händler. Ich gucke nur mal kurz, ob wir noch irgendwas tunen können. Aber ich glaube, da haben wir noch nicht genug für. Ich hab was Neues für dich. Ja, was Neues hast du. Oh. Ich garantiere dir, du wirst deine Investition nicht bereuen. Er hat doch was Neues für mich. Ein Raketenwerfer, aber dafür habe ich jetzt gar kein Geld. Abgesehen davon, dass sie natürlich saugroß sind. Aber eine Koffererweiterung wäre fürs Erste schon mal nicht schlecht. Aber dafür haben wir natürlich noch nicht genug da. Da wären noch neue Waren, die dich interessieren könnten. Und wir haben auch nichts, was wir jetzt hier... Na gut, außer dem Bolzenschneider, aber den haben wir so günstig bekommen. Nee, dann würde ich sagen, das lassen wir dann erstmal. War das jetzt da oder auf der anderen Seite? Ne, war hier. Dann sind das auch die Fische, die ich vorher nämlich schon gehört habe. Schade, dass man auf der Karte keinen Wegpunkt setzen kann oder sowas. Also, das heißt, wir müssen links raus. Und auf dem See gibt es dann auch nochmal Schätze. Links raus. Können wir hier raus? Ja. Habe ich den Fisch gerade überfahren? Ich bin mir nicht sicher. Da sind wir ja eben hergekommen, ne? So. Da dürfte dann der Schatz sein, nehme ich an. Die Frage ist nur, hallo, ist hier eine Anliege? Oh, okay. Ah, okay. Okay. Ist hier auch ein Zombie drauf? Sieht nicht so aus. Ich glaube, den hätte der schon längst verspeist, oder? Ah, sehr schön. Jetzt fehlt uns nur noch, dass wir irgendwoher mal eine Kopfmaske bekommen. Ich gucke trotzdem nochmal eben. Ah, gucke mal. Das ist dann der zweite Schatz, den... Oh, Red 9. Die Red 9, sehr schön. Wobei die, glaube ich, nicht so schön zum Spielen war, wenn ich mich richtig erinnere. Aber ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Hier noch was? Ne, da können wir nicht hoch, ne? Okay. Ja, geil. Dann ist da hinten, also genau hinter uns ist noch was. Links ist aber so eine komische Bucht. Ich denke mal, dass wir da wahrscheinlich nichts machen können, weil da keine Anlagestelle ist. Nehme ich an. Weiß ich natürlich nicht. Also, drehen wir hier einmal um. Das dürfte das sein, oder? Ne, das ist das andere, wo wir hin müssen. Dann nehmen wir erstmal die Seite. Ach, da, glaube ich. Oder? Das sind Hühner. Oh, Hühner. Die haben aber nicht zufälligerweise ein goldenes Ei, oder? Wobei Eier generell sind ja schon mal gut jetzt. Wie viel Platz habe ich denn noch? Ja. Ich nehme nochmal ein paar Hühnereier mit. Braunes Hühnerei. Was ist das? Ah, goldenes Hühnerei. Sehr schön. Haben Sie doch, haben Sie doch. Aber mehr als zwei, denke ich mal, nehme ich nicht mit, weil sonst habe ich wieder keinen Platz mehr. Aber ich denke mal, dass hier immer mal wieder so ein paar Eier spawnen werden. Und man sich da zwischendurch sicher auch mal gut teilen kann. Oh, den hätte ich fast übersehen. Seidenkristall. Der macht mir jetzt gerade wieder ein neues Ei, um das zu bestätigen, was ich gerade gesagt habe. Aber sonst habe ich jetzt hier nichts, ne? Auch nicht auf der Übersichtskarte oder so. Nö. Würde ich sagen, das war's. So, geht mal weg von meinem Bötchen hier. Das brauche ich noch. Du kannst auch gerne mitkommen. Spring rauf. Dann kannst du mir mal ein Ei legen, während ich unterwegs bin. Das ist auch kein Thema. Oh, nee, das wollte ich nicht. Die Frage ist, wie komme ich jetzt dahin? Muss ich dann hier reinfahren? Ich denke, ne, weil das war offen. Und dann können wir vielleicht doch auch in die eine Seite reinfahren. Na, da ist aber noch was. Ah, das Geld müssen... Oh, hier ist noch viel mehr. Das Geld müssen wir natürlich mitnehmen, ja. Ich habe gerade gedacht, dass es hinter mir geknurrt hat. Was vermutlich eher nicht der Fall war, aber ich habe trotzdem gerade Panik gehabt. Was ist das denn? Da kann ich anlegen oder was? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich gucke trotzdem jetzt erstmal hier und dann in der einen Ecke da hinten. Ja, da ist noch was. So, dann war das die Stelle, ne? Ja. Oder? Doch. Irgendwie fahre ich hier viel länger, als es auf der Karte aussieht, habe ich so das Gefühl. Oh, halt, links, 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 links. Blödbaden. So, weiter links, links, jetzt. So, was haben wir denn da oben? Kann man jetzt sehen? Ah ja. Da ist die Tür zu, aber da müssen wir hin. Das ist ja super. Da gibt es auch nochmal was zum Hochklettern. Fledermäuse höre ich auch. Wieso darf ich hier nicht? Doch, jetzt darf ich. Auch nochmal Schießpulver, das ist auch immer gut. Vorausgesetzt natürlich, man findet auch hier dieses passende... Ich weiß nicht mal, wie es heißt hier. Teile oder sowas. Was ist das denn? 3 Schlangen. Hat das jetzt was zu bedeuten? Oder muss ich das bei der Tür vielleicht eingeben? 3 Schlangen. Ah, ja, ja. Ja, ja. Okay. Okay, Moment, das schreibe ich mir jetzt aber mal eben auf. Also so 3 Schlangen war als Symbol drin. So, dann... Die Tür ist dann verschlossen, nehme ich mal an. Ja, natürlich. Kann man da irgendwas sehen, was dahinter ist? Da geht's auch nochmal hoch. Ah, okay. Na gut. Gehen wir erstmal hier hoch. Und da haben wir das nächste Symbol. Wie so ein Säbel. So. So, tut mir leid, ich habe gerade den Stift im Mund gehabt, beziehungsweise die Stiftkappe. Also wie so ein Säbel sieht das Ganze ein bisschen aus. Oh, Moment, da ist noch eins. Das muss ich mal auch mal eben abzeichnen. Wie so ein Stock, sag ich mal, mit einer Schlange irgendwie drumherum. So, ich hoffe, die kann ich jetzt auch alle unten wiederfinden. Sind das nur 3 oder sind das noch mehr? Ne, hier ist nur... Oh. Ah, das ist aber dieses Dreier-Symbol, nehme ich mal an, dass das so aussieht. Waren das denn tatsächlich 4? Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. So, das sind die mit den... Zack, zack und zack. Wenn ihr jetzt sehen würdet, was ich hier für kunstvolle Gemälde male. Oh Gott. Okay. Keine Chance. Keine Chance? Ach so, das ist um dann... Ah, dann kommen wir da wieder hoch, oder wie? Weil wir dann sonst eingesperrt sind. Wieso hat der hier gerade... Komme ich hier vorne runter? Moment. Ja doch, komme ich runter? Okay, also... Ah ne, es waren sogar mehr als 3 Symbole, sehe ich gerade. Okay, also wir haben als erstes... Wieso komme ich da nicht hin? Hä? Wieso darf ich das Symbol... Moment... Also, das Symbol, das hier kann ich... Ne, jetzt kann ich das andere auch drücken. Wollt ihr mich jetzt veräppeln? So, das. Ich weiß nicht, warum das nicht vernünftig geht. Ja. Danach hatte ich aber diesen Spazierstock mit dem Ding drin. Das ist... Gehören die zusammen? Ich bin mir nicht sicher, weil das ist jetzt wieder ein anderes... und dann hatte ich ja im Endeffekt noch dieses Dreier-Ding. Dieses, wo ich wieder nicht raufkomme jetzt. Okay. Sehr schön. Die Munition kriegen wir auch nochmal. Und dich können wir jetzt köpfen, oder was? Oh ja, den können wir wirklich köpfen. Okay. Kopf des Gotteslästerers. Okay. Sehr gut. Ah, und das letzte Stück. Ah, okay. Direkt alles auf einmal. Sehr schön. Ich bin jetzt echt davon ausgegangen, dass mich jetzt hier irgendwie Horden von Zombies noch angreifen, wenn ich rausgehe. Aber das scheint uns so... auf dem Präsentierteller geliefert zu sein. Da freut man sich doch drüber. Das war der Händler, das ist klar. Da sind wir dann aber auch schon mal gewesen. Steinsockel. Ach so, da mussten wir die einsetzen. Nee, Moment, das war hier unten in der Höhle. Das heißt, wir haben noch den Teil und wir haben hier das Boot mitgenommen. Ach so, ja, das war der Schlüssel, genau. Ach so, hier war der zweite Teil, wo wir hin müssen. Genau, dann fahre ich schnell zum Händler, speichere kurz ab, würde ich sagen. Weil ich habe keinen Bock, das jetzt alles nochmal neu zu machen, wenn ich jetzt ehrlich bin. Und fahre dann zu dem anderen rüber. So. Wie gesagt, wir machen hier weder Speedruns, noch machen wir hier was weiß ich was. So wenig wie möglich speichern. Das habe ich auch alles hinter mir, aber... Wenn man es nicht muss, kann man auch mal zwischenspeichern, deswegen. So, das war der Bootsschuppen. Wir wollen jetzt nicht hin. Wir wollen, wenn wir reinkommen, rechts gehen. Ja, genau. Aber den Mann, also den ganzen Kram, den machen wir auch heute noch. Das ist kein Thema. Also in dieser Folge noch. Ich will nur mal kurz zwischenspeichern, damit ich hier, ne, den ganzen Krempel los bin. Mal gucken. Ich glaube, dir konnte ich noch irgendwas verkaufen. Ja, genau, den Seidenkristall. Warum gibt es dafür jetzt noch 2500? Gab es nicht mal 5000 dafür? Ach so, und das müssen wir noch, genau. 18.000 für das goldene Hühnerei. Das wollte ich sehen. Oh, gute Arbeit. Du kannst mich, ist das geil. Wäre das dann alles? Nein, ich glaube, wir können uns... Ah, nee, kaufen, nicht tunen. Ja, wir können uns noch die Koffererweiterung holen. Sehr, sehr geil. Und danach muss ich unbedingt gucken, dass ich den Raketenwerfer hole. Das versichere ich. Beachtliche Größe. Aber Größe ist ja bekanntlich nicht alles, nicht wahr? Moment, was? Achso, da ist 20%. Naja, gut, Minenaufsetzer. Will ich erstmal sowieso nicht haben, von daher ist mir das jetzt egal. Wie groß sieht der Koffer jetzt aus? Oh, diesmal haben wir mal nach unten eine Erweiterung bekommen. Sehr, sehr geil. Achso, ja, die Red 9, da habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt. Ich wollte kurz nach den Werten gucken. Da können wir noch so einen Dreier hin tun. Ja gut, da können wir die Dinger auch noch hin tun. Das lassen wir jetzt erstmal so, würde ich sagen. Zeig mal eben kurz her. Moment. Hier. Die könnten wir auf 1,80, aber die ist Nachladegeschwindigkeit 0,85. Ja, also die Nachladegeschwindigkeit, die war mir immer so ein Dorn im Auge. Feuerrate 0,9. Ja gut, die haben wir jetzt hier natürlich verbessert. Haben wir 1,57. Also, ne, das ist schon... Präzision ist auch noch schlechter. Ja gut, Nachladegeschwindigkeit haben wir hier natürlich auf Maximum. 25 Schuss, 8 Schuss. Bin ich ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob wir die jetzt aufmotzen sollen. Ich habe doch gerade erst was gekauft, ja? Ich würde sagen, die schmeißen wir wirklich erstmal in die Aufbewahrung rein. Ich meine, klar, die hat 5 Schuss dabei, aber die schmeißen wir erstmal rein. Damit wir dann auch noch den Platz haben. So, und ansonsten, falsche Taste, ansonsten müssen wir jetzt noch diesen einen Bereich machen. Das machen wir auf jeden Fall jetzt noch in diesem Video, auch wenn das Video dadurch natürlich jetzt länger wird. Das tut mir leid, auch gerade, weil ich auch immer ein bisschen zögerlich unterwegs bin. Moment, wir müssen von hier aus wahrscheinlich da ganz unten hin, ne? Also quasi einmal drehen. So. Und noch ein Stück weiter. Dahin, ne? Ja. Oh, Moment, hier ist aber noch was. So, dann können wir jetzt ein bisschen zurücksetzen wieder. Zack. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Schaffen wir das noch? Ja, schaffen wir noch. Okay. So, wir können nach links, wir können nach rechts. Ich würde gerne alles mitnehmen, aber ich bin auch ganz ehrlich, obwohl, wenn das da jetzt wieder so ein Code ist eventuell, weil das sieht so rot aus da hinten. Ah, das ist garantiert wieder so ein Code. Oh, nee. Ich hasse euch, Leute. Habe ich das schon gesagt? Also nicht euch, sondern Capcom. Und ich höre schon die ersten Zombies. Ich habe aber nur 3 Blendgranaten. Oh, das fuckt mich so ab. Das fuckt mich so ab. Ich kann auch gar nicht links rum, oder? Natürlich nicht. Es wäre ja zu einfach. Geht nicht auf. Oh. Ihr seid solche... Das im Dunkeln. Mit meinen Erzfeinden. Ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es. Und links können die nicht kommen, oder? Nee. Ah, ich wusste es. Ich wusste es. Ihr könnt mich mal. Aua. Das tut mir schon im Ohr weh. Nein, wieso ablegen? Ausrüsten. Aber da sind noch mehr. Die sind noch relativ nah, so wie sich das anhört. Oh ja. Was mich jetzt wundert, warum kommt da jetzt keiner raus? Och, komm. Nein. Verarsch mich nicht. Och. Das Feuer hängt da oben, immerhin. Oh. Okay, vielleicht war es auch eine Dynamitstange. Ich bin mir nicht sicher. Ich traue mich gar nicht, an dem vorbeizugehen. Nachher schnappt er irgendwie noch mit seinem Kopf nach mir oder sowas. Ich kann aber nur geradeaus. Das ist alles relativ gut im Gang. Komm hoch. Aua. Das ist aber tot, ne? Oh, wie ich das hasse, wie ich das hasse. Ja, jetzt geh doch darum. Da oben können sie dann von beiden Seiten kommen. Rechts ist was zum Hochklettern. Oh Gott. Ich habe auch nur noch... Ne, ich habe 3 Blendgranaten noch. Und nu? Kommt da bestimmt so ein A-Punkt von oben, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich gehe erstmal kurz hier gucken. Dann machen wir schon mal auf. So. Da hinten steht schon einer. Oh fuck, das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Oh, fuck. Oh, fuck. Echt jetzt? Echt jetzt? Ich mach die in Zukunft nur noch mit dieser Pistole. Ah, halt. Halt, da oben ist auch noch einer. Der ist wieder am Zittern, oder? Oder ist er tot? Bin mir nicht sicher. Aber ich denke, der ist tot. Ich bin mir nicht sicher, aber... Naja. So. Kann ich den looten oder werde ich jetzt hier direkt beschossen? Oder sonst irgendwie angegriffen. Lauf doch einfach mal wohin. Dein Ernst? Ah! Okay. Ich wusste ja, von da oben kommt wieder einer. Ich wusste es. Habe ich den eben vergessen hier? So. Oder vielleicht sind die auch von hier unten gekommen. Ich bin mir nicht sicher. Okay. Ich hoffe mal... Schreck mich doch nicht so. Leute. Oh, hier ist auch wieder so ein Zeichen. Das ist so ein Biohazard-Zeichen jetzt. Zup, zup. Zup. Zup, zup. Das habe ich ein bisschen groß gemalt. Aber egal. Moment, da kann ich jetzt auch hoch. Das wäre vielleicht ganz gut, weil dann hätte ich die vor mir. Moment, hinter mir habe ich... irgendwo... Hä? Jetzt ist es wieder hinter mir. Oder ist es da oben? Keine Ahnung. Na, erstmal oben gucken. War doch gerade noch... Ah, nee, das war das Zeichen, was ich gesehen habe. Okay. Okay, also linksrum können wir noch nicht rein, weil wir brauchen noch zwei andere Zeichen. Gehe ich mal von... Oh, gehe ich mal von aus. Hier ist das Ding für die Zeichen. Da ist noch ein Zeichen. Aber erstmal gucken, dass hier von hinten nichts kommt. Das hört sich ja echt mies an gerade. Aber ich denke mal, das ist wieder nur typisch Resident Evil-like. So. Das sind jetzt... Das ist wahrscheinlich ein Zeichen, oder? Einmal so und... Einmal so. Okay, dann brauche ich noch wahrscheinlich zwei weitere Zeichen. Der hat Munition dabei, das ist sehr schön. Es ist immer gut, wenn Zombies Munition dabei haben. Es sei denn, es sind Militärzombies, dann ist das scheiße. Ach, hier ist wieder... Ach, guck, ne, du doch nicht, du hier oben. Da will ich hin. Ah, ich wollte nicht nachladen, ich wollte schießen. So. So. Da unten dürfte normalerweise nicht mehr viel sein. Aber ich habe hier gerade was gesehen. Genau. Da haben wir dieses... Ja, keine Ahnung, wie ich das zeichnen soll. Dieses große Zeichen. So, Yin-Yang oder was, sowas soll das, glaube ich, darstellen. Okay. Da müssen wir aber gleich auch nochmal runter. Lauf, 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 lauf. Ich hasse euch. Oh, oh nein, 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 nein. Oh, muss das sein, muss das sein. Oh nein, oh nein. Geht aufs Haus. Oh Gott. Nein, nicht ablegen. Ausrüsten. Oh, ich habe wieder so ein Klingeln im Ohr. Ich hasse euch. Sag bitte, dass das die einzigen waren. Ui, was ist denn hier passiert? Wo habe ich das Ding jetzt runtergeschossen? Hier, glaube ich, oder? Ja, genau. Und da ist sogar noch was zum Einsammeln. Sehr schön. Geld kann ich immer gebrauchen, aber uns fehlt doch trotzdem immer noch ein Zeichen. Oder sind das nur die drei Zeichen hier? Weil beim anderen waren es doch 4 Zeichen. Ich meine, ich kann es mal ausprobieren. Hier ist ja sonst nichts mehr. Oder sind das doch 2 Einzelzeichen gewesen? So, sollte mir jetzt auch bitte keiner von hinten irgendwie daran preschen. Also, wir haben dieses Zeichen. Das war es, glaube ich. Wo ich wieder nicht reinkomme. Das hier. Oder ist es das kleine? Nee, war es das oder war es das kleine davon? Das muss ich doch mal eben gucken. War das das, was wir unten gesehen haben? Moment, Lag da jetzt? Ach, da ist noch was, wo man drüber fahren kann. Okay. Das ist das Große. Okay. Ich weiß auch nicht, ob man das jetzt in einer speziellen Reihenfolge drücken muss oder ob man einfach nur die richtigen drücken muss. So, das. Dann haben wir danach diese Doppeldinger gesehen. Das sind wahrscheinlich die, die jetzt... Ah, nee, die sind nicht übereinander gewesen. Die waren quasi nebeneinander. Also wäre das das. Und dieses große... Ich glaube, es ist... Och, komm. Das hier. Okay. Hier reicht das, wenn wir 3 reinmachen. Ja, wunderbar. Wir haben aber jetzt nur noch eine Blendgranate, ne? Oh, Moment. Wir könnten theoretisch... Ja, das war natürlich das Falsche. Das war so klar. Wir könnten theoretisch aber nochmal eine herstellen. Sehr, sehr geil. Okay. Einmal tauschen, bitte. Zack. Nimm den Kopf. Ich würde sagen, da kommt wahrscheinlich auch wieder Blut raus. Okay. Ja, das eine kriegen... Ach, da unten war noch ein gelbes Kraut. Moment. Unter der Brücke. Da schauen wir doch nochmal nach. Nee, hier nicht. Hier rum. So, jetzt bitte macht mir den Weg frei. Die Episode ist schon so lange. Oh, nein, natürlich nicht. Natürlich nicht, natürlich nicht. Wo haben wir denn das Boot? Scheiß auf das Kraut. Scheiße. Kommen die hier auch durch? Die kommen hier durch. Natürlich kommen sie hier durch. Du bist kurz beschäftigt. Ich gehe dann schon mal, ne? Tschüss. Fahr einfach, Leon. Fahr. Okay. Gut. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo bin ich denn jetzt hier? Ja, dann würde ich sagen, bevor wir jetzt die Sachen in die Höhle da rein tun und damit ja was triggern, dass wir dann hier... Nein, du sollst nicht dagegen fahren, du sollst rückwärts fahren. Komm, zurücksetzen ist nicht deine Stärke, ich weiß. So, hier ist der Händler. Nicht, dass ich hier irgendwo falsch hinfahre. Dann würde ich nämlich sagen, dass ich hier beim Händler nochmal speichere und da wir jetzt... Was war das denn gerade? Hat der genießt? Ist er nass geworden oder so vielleicht? Oder sind wir irgendwo getroffen? Ja, so ein bisschen getroffen worden. Aber fürs Hühnerei, glaube ich, reicht das noch nicht. Ja, also ich würde sagen, dass ich dann jetzt hier auf jeden Fall nochmal speichere und dass wir den Rest dann in der nächsten Folge sehen, wenn wir... wir haben ja, glaube ich, jetzt das letzte Runde auch geholt. Und dann können wir die Köpfe einsetzen, dann kriegen wir den Schlüssel und dann kommt nochmal ein ganz andere... Ja, kommen nochmal ganz andere Aufgaben auf uns zu. Aber damit es nicht zu lange wird, hier erstmal einen kleinen Cut und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.